Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen im neuen Video. Wie ihr hier sehen könnt, stehen wir immer noch an unserem Platz in Caparica. Ich habe ja im letzten Video groß angekündigt, dass wir den Roadtrip fortsetzen und weiterfahren. Jessie war sich ja schon im letzten Video darüber nicht so sicher. Die hat gemeint, sie möchte noch ein bisschen hier bleiben. Und genau so ist es im Endeffekt passiert. Eigentlich wollten wir schon vor 2 Tagen weiterfahren, aber wir haben es einfach nicht geschafft. Ich muss wirklich sagen, an diesem Platz fühlen wir uns so wohl und das kommt nicht oft vor. Eigentlich haben wir beide immer den Drang, weiterzufahren, um was Neues zu sehen. Aber hier an diesem Platz, es war letztes Jahr schon so und es ist dieses Jahr genauso. Wir fühlen uns einfach so wohl hier, dass wir es kaum rausschaffen. Und da es ja sinnlos ist, sich zu irgendwas zu zwingen, bleiben wir einfach hier, bis es uns nicht mehr gefällt. Ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, es regnet draußen und es bewölkt. Es ist der 3. Tag in 5 oder 6 Wochen mittlerweile in Portugal, der schlecht ist. Und wir fahren jetzt mal los. Die Mission ist, eine 11 Kilogramm Gasflasche hier zu finden. Wir sind ja mit 2 Flaschen gestartet und die erste ist nach genau 2 Monaten leer gegangen. Und jetzt sind schon wieder fast 2 Monate rum. Das heißt, die zweite Flasche müsste sich auch bald dem Ende neigen. Und da es demnächst fast schon wieder Zeit ist, die Heizung anzuschalten, müssen wir jetzt auf jeden Fall so eine Gasflasche finden. Wir brauchen unbedingt eine Propangasflasche. Das ist die erste Sidequest heute. Ich weiß auf jeden Fall noch nicht so ganz, wie leicht das Ganze hier in Portugal ist. In Spanien haben wir auf jeden Fall schon mal probiert, so eine Gasflasche zu kommen. Und ich kann euch sagen, das war eine absolute Katastrophe. In Spanien muss man sich da anmelden. Und wir haben wirklich so viele auch mit dem Wohnmobil auf dem Weg getroffen, die schon seit Wochen Gasflaschen gesucht haben und keine gefunden haben. Man konnte sich dann nämlich nur anmelden, wenn man Wohnsitz in Spanien hat. Ich hoffe auf jeden Fall, das geht in Portugal ein bisschen einfacher. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich da vielleicht noch einen zusätzlichen Adapter brauche oder so. Wir fahren jetzt erstmal zur Tankstelle, schauen, ob die Gasflaschen da haben. Und ich hoffe einfach, dass die uns dort weiterhelfen können. Also da gab es jetzt nur Butan und wir brauchen Propan. Das war nichts. Das Ding ist nämlich, man kann hier die Flaschen auch nicht einfach so verwenden, sondern man braucht hier diesen Adapter. Den haben wir schon, aber die Flaschen, die hier da sind, passen trotzdem nicht. Es ist jetzt 2 Stunden später und wir haben noch ein paar andere Tankstellen angefahren. Leider ist das Problem hier, dass wir Butangas bekommen würden. Allerdings hätte ich wirklich gern Propan, weil es einfach sauberer ist, weil es auch bei niedrigeren Temperaturen besser funktioniert. Allerdings hatten die Propanflaschen wieder noch einen anderen Anschluss als die Butanflaschen und ich hätte wieder zuschauen müssen, dass ich irgendwo anders einen Adapter herbekomme. Ja, auf jeden Fall gut, dass wir das geprüft haben, bevor unsere beiden Gasflaschen leer sind, würde ich sagen. Eine Stunde entfernt von hier könnte man auf jeden Fall auch seine deutschen Gasflaschen auffüllen lassen. Wenn wir also keine Propanflaschen finden sollten, bis die zweite Flasche leer ist, dann müssen wir wohl die Stunde dahin fahren und unsere deutschen Flaschen auffüllen lassen. So, es ist jetzt schon 3 Tage später. Wir haben immer noch kein Gas gefunden und die letzten Tage habe ich wirklich nichts gefilmt, denn es war soweit. Nach 5 oder 6 Wochen hier in Portugal kam das schlechte Wetter zu uns. Die letzten 3 Tage war es wirklich einfach nur komplett bewölkt, nie Regen, windig, wirklich einfach nur ekelhaft draußen. Wir hatten aber das Glück, dass unsere Freundin Debo wirklich eine Wohnung 100 Meter von unserem Parkplatz hier in Costa de Caparica hat. Und die hat uns so liebevoll aufgenommen. Wir konnten da einfach ein paar Tage chillen, solange es geregnet hat. Ja.
Ich habe wieder ein bisschen was auf der Gitarre dazu gelernt. Die letzten 3-4 Jahre versuche ich immer überall, wo es eine Gitarre gibt, ein bisschen was dazu zu lernen. Im alten Bus hatte ich übrigens ein ganzes Jahr eine Gitarre dabei, ohne sie einmal zu spielen. Ich habe sie genau ein einziges Mal gespielt. Hat mich auf jeden Fall gefreut, wieder ein bisschen was dazu zu lernen. Und es ist noch was passiert. Und zwar gestern war uns mal wieder komplett langweilig. Und wir sind in ein Tattoo-Studio gegangen, haben uns Nadel und Tinte gekauft und uns angefangen, selber zu tätowieren. Ich werde jetzt zum ersten Mal jemanden tätowieren. Devo, bist du bereit? Yo! Einmal hier so ein kleiner Eimer, da kommt die Farbe rein. Das hier ist die Farbe, einfach schwarz. Die Nadel. Bist du bereit, Devo? Ja, bist du sicher? Ja, mach. Nein, nicht gerade. Du musst seitlich. Au! Ja, ich versuch's schon. Super trashy. Aber super geil. Auch schon sehr nice. Ich find's geil. Das ist Jessys neues Tattoo. Ich finde, es schaut richtig gut aus. Das hat Debo gemacht. Und ich habe auch ein kleines neues Tattoo bekommen. Hier, be nice, dass einen einfach immer erinnert, glücklich, gut gelaunt zu sein und vielleicht auch ein bisschen freundlicher zu anderen Menschen. Und ja, wie ihr sehen könnt, haben wir das schlechte Wetter überstanden. Der Himmel ist einfach nur blau, die Sonne scheint. Ich habe hier den Schlauchschal nur an, weil ich immer noch nicht ganz gesund bin. Leute, es dauert hier einfach 10-mal so lang, wieder gesund zu werden, wie in Deutschland. Und da bin ich nicht der Einzige. Die anderen, die krank sind, bei denen zieht es sich auch einfach nur ewig raus. Und ja, ich würde sagen, wir laufen jetzt mal mit Pepper da hinten in den Park. Da kann man nämlich schön spazieren gehen. Wie ihr sehen könnt, die Sonne ist da hinten gerade erst aufgegangen. Es ist also unser Morgenspaziergang. Ach, ich bin einfach nur froh, dass es gutes Wetter und die Sonne wieder zurück ist. Leute, nach 3 Tagen mit diesem bewölkten Nieselregen, es gibt wirklich nichts Besseres. Schaut euch mal das Meer an. Ich finde wirklich, es gibt nichts Schöneres, als früh aufzustehen und direkt das Meer zu sehen bei so einem Wetter. Leute, ich bin einfach nur gut gelaunt auf jeden Fall. Wellen sind die letzten Tage auf jeden Fall sehr hoch und stürmisch. Ich weiß nicht, ob man es hier hinten sehen kann, aber ich war schon seit 2 Wochen nicht mehr surfen. Natürlich nicht nur, weil die Wellen zu groß waren, sondern auch, weil ich krank war. Aber ich habe so Lust, wieder ins Wasser zu gehen, Freunde. Mal schauen, ob das heute noch klappt oder nicht. Wir laufen jetzt auf jeden Fall mal nach Hause, denn wir müssen heute unbedingt die Wäsche im Waschsalon waschen. Wir müssen nämlich nicht nur unsere Kleidung waschen, sondern auch die komplette Bettwäsche und alles einfach nur, was im Bus drin ist. Sobald die Sonne hier mal rausgekommen ist am Tag, haben wir immer noch so 17, 18 Grad. Es ist wirklich T-Shirt-Wetter. Jessie hat sich gerade auch schon ausgezogen. Das Wetter ist einfach nur nice. Wir sind heute wieder in der Wäscherei gelandet. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einiges dabei. Und im Hostel werden das bestimmt 3, 4, 5 Maschinen. Hier in der Wäscherei gibt es Waschmaschinen mit 16 Kilo. Das heißt, hier passt auf jeden Fall, was würdest du sagen, doppelt oder dreifach so viel rein wie eine normale? Ich weiß nicht, es kommt drauf an, was für man eine normale hat. Mal schauen, ob wir alles in eine Waschmaschine bekommen oder ob wir sogar 2 brauchen.
Zwei Waschmaschinen haben wir gebraucht. Wir haben jetzt einmal die mit 16 Kilo und einmal die mit 12 Kilo. 12 Kilo kosten hier 6 Euro und die große mit 16 Kilo kostet 8 Euro zusammen, dann 14 Euro. Wäsche ist komplett gewaschen und eingeräumt und jetzt ist es allerhöchste Zeit, an den Strand zu gehen. Ich bin einfach nur froh, dass das Wetter wieder gut ist. Wir sehen können strahlender Himmel und 18 Grad. Man kann fast schon im T-Shirt raus. Und ja, die Wellen sind gerade noch mal richtig gut geworden. Es ist richtig klar, aber auch sehr hohe Wellen. 4 bis 5 Meter konnte ich gerade sehen. Deswegen gehe ich jetzt mal an den Strand, nehme hier die Kamera mit dem großen Objektiv wieder mit und schaue, ob ich vielleicht ein paar gute Aufnahmen bekomme. Ja, das waren doch mal ein paar richtig schöne Wellen, die ich da aufgenommen habe, würde ich sagen. Oder ich war jetzt 1-2 Stunden am Strand und habe das Ganze gefilmt. Und jetzt ist die Ebbe zurückgekommen und die Wellen sind nicht mehr so gut. Deswegen bin ich kurz hierher gekommen, habe das Objektiv gewechselt und wechsle jetzt meine Schuhe. Ich habe übrigens 2 Paar neue Schuhe, 1 Paar neue Birkenstocks und 1 Paar neue Vans. Genau diese Kombi trage ich schon seit Jahren und wechsle die Schuhe einfach nur immer aus. Keep it easy. Und jetzt geht's wieder zurück zum Strand. Bei so einem Wetter muss man echt jede Sekunde genießen. Es ist jetzt der nächste Morgen und heute findet was ganz Besonderes statt. Und zwar ist in Nazaré heute eine Tow-In-Challenge, bei dem die besten Big Wave Surfer dieser Welt die größte Welle dieser Welt surfen. Die Bedingungen sind auf jeden Fall so gut wie lange nicht mehr. So gut waren sie dieses Jahr auf keinen Fall. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, hochzufahren. Insgesamt ist es ein Weg von 2 Stunden, wenn man die Autobahn fährt. Mit Landstraße auf jeden Fall über 3 Stunden. Deswegen werde ich jetzt mal zur nächsten Tankstelle fahren und schauen, ob die eine Tollcard haben. Das ist eine Karte, die man kauft,
kaufen, kann sich online registrieren, kann dann mit dem Auto, mit dem Kennzeichen und die Autobahngebühren werden dann online erfasst. Die braucht man auf jeden Fall, um dahin zu fahren. Deswegen fahre ich jetzt direkt los zur Tankstelle und schaue, ob ich die bekomme. Wenn das klappt, dann denke ich, fahren wir nach Nazaré hoch. Falls ihr euch erinnert, wir waren ja letzten Monat schon mal in Nazaré und da waren die Wellen schon gut. Dieses Mal werden über doppelt so hohe Wellen erwartet und noch sauberer. Es muss also richtig krank werden. Ja, genau, das ist das Ding hier in Portugal. Ich war jetzt in der Tankstelle und eigentlich sollte es die Tollkarten an jeder Galp-Tankstelle und an den CTT-Poststellen geben. Aber wie wir es aus Portugal kennen, war das natürlich nicht der Fall. Der Tankwart hatte nicht mal eine Ahnung, was ich wollte. Ich habe es ihm dann gezeigt, wie das heißt. Hatte er einfach nicht, ja, keine Ahnung, was jetzt ist. Scheiße. Nervt mich ein bisschen auf jeden Fall. So, wir fahren jetzt nochmal zu einer anderen Tankstelle, um diese Tollkarte versuchen zu kaufen. Ich glaube, das ist so die Hauptaufgabe in diesem Video. Wir sind ja erst zu 1000 Tankstellen gefahren und haben geschaut, dass wir das Gas bekommen. Das haben wir übrigens immer noch nicht. Vielleicht kennt sich ja irgendjemand von euch aus. Schaut mal, wir haben hier diesen Adapter, den man braucht, und wir brauchen Propangas. Eine 11 Kilo Flasche Propangas. Falls also jemand weiß, was wir hier zu tun haben, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sind in der Nähe von Costa de Caparica. Ja, jetzt geht's zur Tankstelle und ich hoffe einfach, die haben das Ding da. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr weiter. Noch bei der dritten Tankstelle nichts. Ich habe jetzt übrigens auch mal nach dem Gas geschaut. Auch das gab es in allen drei Tankstellen nicht. Wieder mal super erfolgreich gewesen. Ja, ich denke, wir werden jetzt einfach wieder auf unseren Platz zurückfahren und ich werde versuchen, diese Electric Toll Card zu unseren Freunden zu bestellen, damit wir das nächste Mal, wenn in Nazaré gute Wellen sind, dahin fahren können. Ich bin auf jeden Fall ziemlich down. Dieses Video hat gar nichts geklappt. Wir haben kein Gas gefunden, wir haben keine Toll Card gefunden, wir sind nicht nach Nazaré gefahren. Kein Roadtrip gemacht, auch nicht aus Caparica rausbekommen. Null. Passen wir rein? Passen wir rein? Ja. Ja, wenn schon nichts klappt, dachte ich mir, wasche ich wenigstens mal das Auto. Das haben wir in den letzten, wie lange sind wir schon unterwegs? September, Oktober, November, Dezember. Ja, in fast 4 Monaten hat das Auto nämlich keine einzige Wäsche bekommen und es ist auf jeden Fall ordentlich dreckig, würde ich sagen. Schaut mal. Allerhöchste Zeit, das Ding hier sauber zu machen. Ich war jetzt den Rest vom Tag am Computer gesessen und ich habe was geschafft. Und zwar habe ich es geschafft, übers Internet die Tollcard zu kaufen. Das ist die Karte, mit der man die Maut auf der Autobahn bezahlt. Ich habe wirklich 2-3 Stunden gebraucht, bis ich das geschafft habe. Aber jetzt haben wir 20 Euro, um über die Autobahn Portugals zu fahren. Und es gibt noch eine gute Nachricht, und zwar wurde das Event in Nazaré heute abgesagt, da dort wirklich kompletter Nebel war und man nicht mal das Meer sehen konnte. Das heißt, im Endeffekt ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Nach Nazaré zu fahren, hätte heute nämlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ende gut, alles gut, würde ich sagen. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, und zwar das mit dem Gas. Sobald das dann geschafft ist, sind wir komplett safe. Und ja, das Event in Nazaré wurde auf morgen verlegt. Falls es morgen stattfindet, könnte es natürlich sein, dass wir hochfahren. Ich bin mir allerdings noch nicht so sicher. Ja, jetzt geht die Sonne gerade im Hintergrund unter. Sonnenuntergang müsste so in 10 Minuten sein. Ich bin hier mit Pepper spazieren. Jessie ist heute daheim geblieben und ich muss mich jetzt wirklich mal beeilen, weil die Sonne schon kurz vorm Untergehen ist und ich den Sonnenuntergang wirklich gerne am Strand sehen würde und nicht hier auf der Straße in den Dünen. Oh, nice. Schnell, schnell, schnell. Schaut mal, da hinten die Klippe wird richtig schön noch von den letzten Sonnenstrahlen angestrahlt.
So wunderschön. Und schaut euch das an, genau rechtzeitig zum Sonnenuntergang geschafft. Ja, das waren auf jeden Fall wieder zwei wunderschöne Tage, würde ich sagen. Endlich wieder gutes Wetter gehabt. Und die Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen schaut noch genau so aus. Blauer Himmel und Sonnenstrahlen. Das heißt, die nächsten Folgen werden auf jeden Fall auch wieder ziemlich gut werden. Da bin ich mir sicher. Abonniert also gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hier bei dem schönen Sonnenuntergang am Meer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Sag mal, die sollen dem Video einen Daumen nach oben da lassen, wenn es denen gefallen hat.